Sie wissen es also, Master Adrian. Ja. Warum haben Sie nichts gesagt? Als ich Ihren Akzent hörte, vermutete ich, dass Sie es seien, Master Adrian. Aber ich kannte Sie nur als Kind und aus Erzählungen Ihrer Adoptivmutter. Sicher war ich mir erst, als Sie mir das Foto von Miss Angelina gezeigt haben. Sie wussten von Ihrem Tod? Ja. Die Lady und ich sind heute in aller Früh mit dem Wagen zur Unglücksstelle gefahren. Unsere Quellen bei der Polizei haben uns verständigt. Warum dieses Versteckspiel? Warum haben Sie mir nicht einfach gesagt, was ich wissen muss? Wir wussten nicht, wie Sie reagieren würden. Ich bin vorhin ins Dorf gegangen, um Miss Valley und die anderen zu informieren, aber ich konnte niemanden finden. Lady Victoria hielt es für das Beste, Sie zu beschäftigen und im Auge zu behalten, bis... nun ja, Verstärkung eintreffen würde. Das wird nicht nötig sein. Ich gehe freiwillig. Das freut mich sehr. Fragen Sie Louis nach den Tickets. Sally sollte ihn beauftragen, die Tickets aus einem Reisebüro im nächsten Ort zu holen. Ich danke Ihnen, Bates. Wo sind die Ladies? Sie haben sich zurückgezogen. Die letzten Tage waren sehr anstrengend für Sie. Sie wissen, dass es noch einen unbekannten Gegenspieler geben muss? Ja, ich glaube, jemand hat mit Miss Angelina zusammengearbeitet. Jemand aus dem Schloss? Oder aus dem Dorf. Zumindest jemand, der sich gut auskennt. Und der schließlich seine Partnerin aus dem Weg schaffte. Es ist interessant, dass Sie ihn Master nennen und Angelina nur Miss. Müsste man sie nicht Mistress oder so nennen? Ja, dann wollen wir doch mal gucken, ob wir jetzt nach Florida fliegen. Ja, wo ist er denn, der Louis? Hey, Louis! Was ist denn jetzt schon wieder? Sind Sie schon wieder zurück? Wovon sprechen Sie? Bates meinte, er hätte Sally zu Ihnen geschickt, damit Sie zum Reisebüro fahren. Wozu denn ein Reisebüro? Wenn er Sie rausgeworfen hat, kann er Sie auch einfach so in den Zug setzen. Sie meinen, Sally war nicht hier? Hab sie seit heute Morgen nicht mehr gesehen. Was soll das? Lügt er? Oder Sally? Oder ist es... Bates? Ist einer von den dreien der Mörder? Nur einer von ihnen hat das Grundstück verlassen, nachdem ich hier angekommen bin. Auf Wiedersehen. Muss nicht sein. Dass das Bates war. Ich meine, Bates. Der Mann ist doch selber schon tot, aber wo ist Sally? Hier nicht. Vielleicht putzt ihr noch das Bad und hat's vergessen. Mein Gott! Sally! Oh Gott. Sie ist tot. Denk nach, Darren. Bates könnte ihr wirklich den Auftrag für die Tickets gegeben haben. Der unbekannte Gegenspieler hat sie dann ermordet, bevor sie zu Louis gegangen ist. Das heißt, alle drei könnten unschuldig sein. Oder besser gesagt, nun könnte wieder jeder im Schloss hinter meinem Hals her sein. Naja, außer Sally. Sie ist die zweite junge Frau, die jemandem im Weg stand. Mein Gott, die ist verbrannt. Okay, untersuchen wir die. Ihr Gesicht ist ganz aufgequollen. Es sieht aus, als sei sie verbrüht worden. Ekelhaft. Irgendein Bastard hat ihr Gesicht unter Wasser gedrückt. Entweder sie ist ertrunken oder der Schock hat sie getötet. Hm. Zeigt sie auf irgendwas? Auf was kann sie gezeigt haben? Hat sich da was gespiegelt? Ich verstehe das nicht. Auf was? Okay, da sagt sie, er dachte jetzt immer das Gleiche. Ich würde sagen, wir machen mal heißes Wasser an. Das Wasser ist kochend heiß. Und das Fenster zu. Was?
Scheiße, jetzt habe ich wieder weggeklickt. Tut mir leid. So, jetzt dampft das Bad zu. Jetzt können wir vielleicht etwas mehr sehen. B. Da steht B für Bates. Da steht tatsächlich was auf den Fliesen. Ein B. Wie Bates. Für mich heißt das, dass Bates nicht der Mörder ist. Wie sollte Sally das B an die Fliesen geschrieben haben? Und wann? Als ihr der Kopf unter Wasser gedrückt wurde und sie verzweifelt um ihr Leben kämpfte? Oder nachdem ihr der Schock ein schnelles Ende gemacht hat? So leicht mache ich es euch nicht. Ihr müsst euch mehr einfallen lassen, um mich auf die falsche Fährte zu bringen. Genau. Okay, mach mal das Fenster wieder auf und das Wasser aus. Bates kann ich am ehesten vertrauen. Anscheinend wollte der Mörder, dass ich mich von ihm fernhalte. Okay, da reden wir mit Bates. Ja. Oh, Scheiße! Das Schloss brennt! Was? Ohne Schutz kann ich da nicht raus. Das Feuer würde mich erledigen. Handtücher. Einige davon sind riesig. Ich nehme eines von den ganz großen. Warum rennt das Schloss? Es ist doch so schön. Da ist aber heißes Wasser drin. Das ist doch total unlogisch. Also hervorragend. Es ist triefend nass. Weniger gewesen ist, hier über das Kalte zu legen. Egal. Können wir nochmal in den Spiegel gucken? Ich werde mein Leben lang nicht mehr in einen Spiegel schauen können, ohne dass mir ein Schauder über den Rücken läuft. Okay, lass uns gehen. Tief Luft holen und nichts wie durch. Ja, er hat das Größte genommen, was er finden konnte. Na klar. Ach du Scheiße. Wir müssen Bates holen. Okay, wir müssen Bates nicht holen, weil wir sterben jetzt. Na gut. Ja, da fängt der Bubu auch gleich an zu heulen. Ja, ist gut, Bubu. Wir können wieder neu anfangen. Keine Sorge. Jetzt wissen wir, wie das Schloss damals anfing zu brennen. Aber was ist mit Bates? Bates! Können Sie mich hören? Adrian, mein Junge, es geht alles zu Ende. Das Schloss. Ganz ruhig. Ich bringe Sie hier raus. Nein. Ich habe mein ganzes Leben in diesem Schloss verbracht. Und hier möchte ich sterben. Aber... Höre, Junge. Dieses Schloss hat deinen Vater und dessen Vater ins Unglück gestürzt. Lass es nicht auch dich korrumpieren. Wehre dich dagegen. Wie soll ich mich dagegen wehren? Geh fort von hier. Und komm nie wieder zurück. Du hast dein Leben in Neuengland, das auf dich wartet. Ein gutes Leben, auch wenn du es nie so empfandest. Laufe, Darren Michaels. Laufe und schau nicht mehr zurück. Das ist der traurigste Tod in der gesamten Black Mirror-Geschichte. Ich mochte Bates. Wirklich. Aber wenigstens... Ich werde fortgehen. Aber nicht, bevor ich Angelinas Mörder gefunden habe. Ach, scheiß auf die olle Kuh. Find lieber den Mörder von Bates. Was ist mit Lady Victoria und Lady Eleanor? Bleiben die da drin? Da bist du ja endlich. Ich dachte schon, ich hätte das Feuer zu früh gelegt. Was? Was? Sie waren es? Sie haben Angelina und die anderen getötet? Sie haben das Schloss angezündet und mich gefangen genommen? Ich habe das Feuer gelegt, ja.
und ich habe dich im Bunker eingesperrt. Doch ich bin kein Mörder. Zwing mich also nicht, einer zu werden. Was soll das alles? Was wollen Sie? Keine Zeit für lange Erklärungen. Der Wagen steht bereit. Wir machen eine kleine Reise. Und wohin? Das ist die Akademie. Also schön, Louis. Was haben Sie mit den Gordons zu tun? Warum jagen Sie diesem Hirngespinst hinterher? Mir geht es nicht um den Fluch. Ihm geht's nur ums Geld. Das ist unmöglich. Hallo, Bruderherz. Du bist also immer noch nicht dahinter gekommen? Was? Was tust du? Drecksschlampe! Ich erfülle mein Schicksal. Ich werde Mordreds Macht beschwören und sie mir zu Nutzen machen. Und Boris? Und Sally? Und meine Adoptivmutter? Sie hat geahnt, wer ich war, als ich vor ihrer Tür stand. Sie wollte den Orden warnen. Das konnte ich nicht zulassen. Sie schlug mit dem Kopf auf den Telefontisch. Ich dachte, sie wäre tot. Nein. Die olle Bitch hat doch jetzt nicht unsere Mutter umgebracht. Was soll das alles? Was willst du von mir? Ohne das Blut eines männlichen Gordons komme ich nicht in die Akademie und den Beschwörungsraum. Du kannst dir meine Enttäuschung nicht vorstellen, als ich erkennen musste, dass Richards Blut nicht funktionierte. Und meine Freude, als ich dich gefunden habe. Du wusstest nicht die ganze Zeit von mir? Nein. Unsere Mutter und die anderen haben das Geheimnis gut gehütet. Doch ich fand Aufzeichnungen, die mir alles verrieten. Ich kam nach Biddeford, um dich mir um den kleinen Finger zu wickeln. Und das hat ja gut funktioniert. Ich wusste, dass uns etwas verbindet und dass du alles für mich tun würdest. Da fehlt ein S bei dem Das. Was war mit Reginald Boris? Der Orden hat ihn mir auf den Hals geschickt, wie ich kurze Zeit nach dem Unfall deiner Mutter herausfand. Boris wollte mich kaltstellen, indem er mir den Mord an Fuller in die Schuhe schieben wollte. Mein Plan war, dich mit nach England zu nehmen. Doch solange Boris in der Nähe war, musste ich befürchten, dass er dich über mich aufklären würde. Also flog ich zurück nach England und rief dich an. Wie nicht anders erwartet, bist du als strahlender Held erschienen, um mich zu retten. Das ist eine gute Idee. Wer ist die Tote? Und dein Tod? Wer musste für dich sterben? Die gute Miss Valley hat den Orden wieder aufgebaut, nachdem er fast 100 Jahre von der Bildfläche verschwunden war. Kein Wunder, dass sie sich da so reingehängt hat. Samuel, unser Vater, hat schließlich ihren kleinen Bruder Vic umgebracht. Sie war fanatisch. Ich musste mich vor ihr schützen. Also hast du sie kaltblütig ermordet und angezündet. Und habe damit zwei Probleme auf einmal gelöst. Der Orden hatte seinen Kopf verloren und alle hielten mich für tot. Ich musste nur noch meine Tagebucheinträge fälschen und dich ins Schloss locken. Dumm ist sie ja nicht. Also, ne? War es nicht ein großes Risiko, mich ins Schloss zu schicken? Natürlich, aber welche Wahl hatte ich? Ich selber konnte ja nicht dahin und Louis hat sich als unfähig erwiesen. Wenn jemand die Scheiben finden konnte, dann du. Ich vermutete, dass du hinter unser Geheimnis kommen würdest. Aber für den Fall hatten wir immer noch Plan B. Das Schloss anzuzünden und alle Bewohner zu töten? Wie kommst du darauf? Mom! Und jetzt rein da. Stell dich dorthin, Mutter. Hör zu, Angelina. Klappe! Louis, du bewachst den Eingang. Pass auf, dass niemand rein oder rauskommt. Und du? Lass mich raten. Ich soll die Tür öffnen. Allerdings. Die Scheiben, setz sie ein. Sorry, ich muss jetzt nebenbei mal eben Happen essen. Ja, wir müssen jetzt also diese Tür öffnen und ich denke mal, das ist der vorletzte Part, denn dahinter verbirgt sich das Finale. Ein paar Rätsel noch, aber das Finale. Egal, erstmal öffnen wir jetzt diese Dreckstür. Für diese Drecksschwester. Die Scheibe passt genau in eine der Rillen. Auch die zweite Scheibe passt. Ja, ja. In Ordnung. Alle drei Scheiben sind an Ort und Stelle. Und jetzt müssen wir da Licht hin tun, oder? Öllampe, genau. Okay.
Im Steinsockel gibt es 3 Rillen. Wer kann mir die denn mal anzünden? Mutter? Halt's Maul! Sorg lieber dafür, dass wir hier mal vorankommen. Hör mal. Ich glaube nicht, dass es zwischen uns etwas zu bereden gibt. Machst du Witze? Ich... Das heißt, ich habe kein Interesse an einem Pläuschchen. Hä? Aber ich muss doch diese dumme Lampe anmachen. Das Tor lässt sich mit Hilfe der Steinscheiben öffnen. Ich hab keine mehr. Louis, mit dem Schwein habe ich jetzt nichts zu bereden. Auch nicht, okay. Im Steinsockel gibt es 3 Rillen. Nur wie? Im Steinsockel gibt es 3. Ist ja gut. Da, Kerze. Das ist seltsam. Die Kerze auf dem Sockel brennt. Wer hat sie angezündet? Ist egal, nimm die. Ich habe da gerade keine Lupe gesehen. Habt ihr eine gesehen? Okay. Irgendetwas muss es mit diesem Löwenkopf im Lichtschein auf sich haben. Vielleicht kann man ihn reindrücken. Das glaube ich weniger. Schneid dir die Hand an der Wand auf. Ich soll. Mach schon! Tu es nicht, Darren. Du darfst ihr das Tor nicht öffnen. Ich zähle bis 3. 3. Stopp! Ist schon gut, ich tue es. Ist es? Los, rein da! Beeindruckend. Seht ihr die Symbole auf den Steintafeln? Es sieht so aus, als ob hier schon eine sehr lange Zeit niemand mehr gewesen ist. Das ist erst der Anfang. Ich kann die Macht spüren. Mordred ist hier. Hier ganz in der Nähe. Blödsinn. Die Erbauer der Akademie hatten 8 Auserwählte, die Macht gehütet haben. Nur wenn sich alle 8 auf diese Steinplatten gestellt haben, sollte sich das Tor öffnen. Andernfalls folgte der Tod. So steht es in den alten Schriftstücken. Tja, ich schätze, das können wir vergessen. Wir sind nur zu 4. Sei nicht albern. Dir wird schon was einfallen, Bruderherz. Sie ist vollkommen übergeschnappt. Hilft ja nichts. Anscheinend müssen alle 8 Platten mit Gewicht belastet werden. Aber was, wenn einer der 8 Auserwählten plötzlich und ersatzlos gestorben ist? Dagegen werden die sich doch bestimmt abgesichert haben. Ich sehe mich am besten mal um. So, und wie es weitergeht und vor allem wie es ausgeht, seht ihr dann im nächsten Part, dem Finale.